scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Heute mit Jean-Marie Bottequin. Er ist internationaler Experte für Kommunikation. Als geübter Menschenleser deutet er wertschätzend die vielfältigen Signale aus dem Unbewussten. Er unterstützt seit mehr als 50 Jahren Menschen auf dem Weg in ein besseres Selbstwertgefühl und in eine gewinnbringende Wirkung. Als Mentor, Dozent, Berater, Profiler und Lebenssinncoach transformiert und begleitet Jean-Marie Engpässe in positive Ziele und wohltuende Neuorientierung. Ratsuchenden gibt er sein Wissen und seine reiche Erfahrung gerne weiter. In fair bezahlten Einzelberatungen und Gruppentrainings. Natürlich zum Wohle aller. Sein Thema heute: mit deinen eigenen Schritten zum Glück. Wir freuen uns wieder mal auf die Impulse von Jean-Marie Bottequin. Und lieber Jean-Marie, die Bühne gehört dir und das Mikrofon auch. Dankeschön, liebe Martina. Dankeschön. Voriges Mal war ich sehr künstlerisch. Ich habe eine Übung gemacht mit verbundenen Augen und alle haben mitgespielt. Das war Jagd nach der Schlange. Und heute bin ich sehr sachlich, weil ich habe mich gefragt, also an euch alle, träumst du gerne und kannst du deine Träume auch behalten? Und was ist der Unterschied zwischen Träume und deine Wünsche? Aber wenn du jetzt einen Wunsch hast, wenn du noch einen Schritt weiter gehst, hast du auch ein Ziel? Und welches Ziel genau? Die Ziele, die erzählen uns über unsere Werte. Und hier sind so viele Werte. Ich will das alles nicht mal aufzeigen, aber es sind 386 Werte. Alles, was wir haben. Und ich habe diese Werte hier, die du siehst und die du dir von mir auch bekommen kannst, brauchst mir nur anzuschreiben, dann schicke ich dir die Liste. Ist sehr interessant, welche sind deine drei erste Werte? Oder ein Cluster von 9, noch schöner, weil dann lege ich die als Karten neben den anderen, da siehst du, ja, welcher Wert spricht mir jetzt an? Und diese Werte habe ich hier zusammengebaut in Ziele. Und das geht um 9 Ziele von den Menschen. Eigentlich bin ich schon bei 12, aber heute spreche ich über Heptagon, also dieses 9-Eck. Und es geht heute um, mein Ziel ist das selbstverständlich, mein Körper und meine Gesundheit. Ich will gesund bleiben und ich will gesund werden. Und dann Ethik und Moral. Was ist das? Und in jedem von diesen Segmenten habe ich nochmal 12 Untertitel oder Unterthemen. Und wir denken nicht daran, aber Beruf und Finanzen wissen wir alles, ja. Also Leistung und Erfolg und so weiter. Familie und Heim, mein neues Heim, wie ist mein Heim? Ja? Kann das noch besser werden? Und was tue ich für meine Gesellschaft? Was tue ich für meine Kultur? Wie oft gehe ich in die Oper? Wie oft gehe ich im Theater oder tue einen interessanten Vortrag? Geist und Bildung. Lerne ich eine neue Sprache? Chinesisch vielleicht? Wann lerne ich Chinesisch? Weil bald wird es sehr wichtig werden, weil die Chinesen sind schon da. Zeitmanagement. Was mache ich meine Zeit? Als Perfektionist habe ich noch Zeit für mich? Und Selbstwertgefühl. Wie kann ich das etwas heben? Ja, aber das ist die Basis für alles. Und wie ist meine persönliche Führung? Das heißt, wie sind meine Gewohnheiten? Wie ist meine Motivation? Woher hole ich das? Und ihr seht hier einfach, wenn ihr jetzt eine Raute machen würde und ihr sagt, okay, ich bin gesund, kann noch ein bisschen gesunder werden, wäre das ein bisschen unter die Mitte hier. Aber dann Ethik und Moral, ja, das ist fast immer gut, denkt man. Ja? Beruf und Finanzen, ja, ein bisschen weniger. Familie und Heim, ist noch nicht ganz in Ordnung, meine Wohnung. Gesellschaft und Kultur, ich habe keine Zeit. Zu Geist und Bildung habe ich auch keine Zeit. Zeitmanagement, oh Gottes Willen, Prokrastination. Ja? Selbstwertgefühl, ganz im Keller. Persönliche Führung, okay. Das wäre vielleicht am Anfang einer Karriere. Und dann, wie kann ich das erweitern? Die Schritte erzähle ich dann auch an einem Beispiel. Also hier, die gleiche Raute, die rote Raute, wie bin ich in 3 Jahren? Und
die blaue Raute, wie weit bin ich in 10 Jahren? Und was ist mein Ziel, was ich vielleicht nie erreichen wird, aber was ich anpeile, ist diese grüne Raute. Ja? Und das ist so interessant. Aber wie plane ich jetzt mein Ziel? Ja? Also ich mache ein Datum heute. Was ist der Bereich von diesen 9? Ja? Was ist mein geplantes Datum, wann ich fertig bin und wann ist mein Ziel erreicht? Welches Ziel? Okay, wenn als Beispiel nehme ich heute mal meine Gesundheit. Also mein Ziel muss sein, messbar, erreichbar, realistisch, greifbar und spezifisch. Also, was ist der Nutzen beim Erreichen meines Ziels? Nehmen wir ein Beispiel bei der Gesundheit, zum Beispiel besser schlafen. Ja, also, und dann, was ist der Nutzen? Ja, ich habe mehr Energie am Morgen, ich gehe besser durch den Tag, ich muss weniger Kaffee trinken, weniger schlechte Träume, unangenehme Halbwachzustände, wo ich zum Beispiel grüble, ja, das ist das Unterbewusste mit allen merkwürdigen Sachen. Ich sehe besser aus, ich leiste mir und ich darf auch älter werden, ja, weil ich jetzt besser schlafe. Wenn ich nicht gut schlafe, dann werde ich ganz, ganz schnell alt. Was ist der vermiedene Schaden beim Erreichen? Bei meinem Beispiel, zum Beispiel, ich vergesse oder verpasse keine Termine mehr. Oder ich werde nicht so schnell krank. Ich habe ein besseres Immunsystem, weniger Risiko für Covid-19. Ich verschlafe nichts mehr und die Menschen reagieren positiv auf mich. Womögliche auftauchende Hindernisse. Was sind die Hindernisse jetzt, wenn ich morgen sage, ich will mein Ziel erreichen mit kleinen Schritten? Ich kann nicht ins Bett vor 12 Uhr. Ich ändere meine Gewohnheiten nicht. Ich trinke immer noch zu viel Alkohol am Abend. Ich vergesse zu spazieren am Abend. Ich habe keine Zeit, noch abends kurz herauszugehen. Oder zum Beispiel, ich esse zu viel Kartoffel. Ja, wenn man Kartoffel isst am Abend, dann hat man sehr schlechte Träume. Und. Aber rechts von dieser Liste schreibe ich auf, welche Lösungen gibt es für mein Problem. Ich trinke kein Alkohol mehr. Ich besuche einen Spezialisten. Ich ändere meine Matratze. Ich lüfte vorher im Zimmer. Ich schlafe in ein anderes Zimmer. Ich prüfe den schädlichen Elektrosmog. Ich ernähre mich gesünder. Ich trinke tagsüber mehr. Ich esse nicht nach 19 Uhr. Ich esse keine Kohlenhydrate abends. Ich ändere meine Ernährung. Und das Wichtigste, ich frage Ovidio Bretan. Ja, weil er weiß es ja. Also dir, was sind die tauchende Hindernisse? Aber dann kommen jetzt die Schritte. Und die kleinen Schritte, die sind Disziplin. Ja? Aber da brauche ich auch eine Methode dafür. Also zum Beispiel, mein Schritt 1, ich protokolliere mit einem Tagebuch, mit einem Kalender. Und ich prüfe die Termine, ich kontrolliere mich. Ja? Und ja, natürlich brauche ich dann, und ich bin kreativ dabei. Also das sind zum Beispiel 10 kleine Schritte hier. Aber welche Methode wende ich an? Ja, also ich sage hier, ja, mein Ziel ist meinen Wertstellungen konform. Ist das so? Ja, weil? Eher nein. Ist der Aufwand an Zeit und Mühe ist zu groß? Und ja, und zu viel Geld und so weiter, ja, um dieses spezielle Ziel zu erreichen. Oder ja, weil, eher nein und so weiter. Oder jetzt noch nicht. Beim Beispiel Gesundheit, besser schlafen, kann ich nicht sagen, ja, ich werde mal in ein paar Jahren besser schlafen. Ja? Das geht nicht. Ich muss jetzt besser schlafen. Deswegen muss ich auch da besonders etwas tun. Aber welche Methode wende ich konkret an? Zum Beispiel, ich arbeite mit positiven Affirmationen. Ja, ich stelle Plakate her, DIN A3 und DIN A4, und hänge sie an meine Wand und hänge sie alle 3 Tage um, ja, damit ich sie sehe. Wenn ich rausgehe aus der Tür, steht da eine positive Affirmation, die mich persönlich betrifft. Ja, und ich frage einen Partner, meine Partnerin oder einen Partner um Unterstützung. Ich frage meine Freunde, kannst du mich bitte anrufen diese Woche, 2-mal in der Woche, um mich zu fragen, ob ich das und das gemacht habe. Und die Freunde machen das gerne. Und welche Hilfen jetzt zur Visualisierung benutze ich wo auch? Weil der Mensch erinnert sich immer das, was er sieht. Das, was er hört, schon weniger. Was er riecht, kann er schon gar nicht. Aber, oder ganz wenig. Und was er anfasst. Also ich kann kleine Mittel
etwas in meiner Tasche tun. Knetgummi zum Beispiel. Was ist diese Knetgummi so im Sommer und da wird so heiß? Ach mein Gott, ich, das und das habe ich mich vorgenommen zu machen. Ja? Oder ich habe kleine Zettel in meiner Portemonnaie und ich sage Jean-Marie, ich liebe dich, ja? Aber schlafe doch besser. Das heißt, geh früher ins Bett oder geh noch 10 Minuten spazieren oder eine Viertelstunde spazieren vor dem Schlafen gehen. Ja? Und das sind hier Sachen, die so einfach sind und so wichtig sind, weil das sind die kleinen Schritte, die mir dann den Weg zeigen. Und wir wissen, ja, der Weg fängt immer an mit dem ersten Schritt. Da muss ich den Mut haben, um den zweiten zu machen und den dritten und so weiter. Und ich lasse mich natürlich hier helfen. Ich hoffe, das war praktisch. Wenn jemand Bedarf hat, bitte schön, schreibt mich einfach an und ich sende euch diese Unterlage mit den Schritten. Jean-Marie Botka, ich freue mich auf euch und bis bald wieder. Merci beaucoup. Sehr.